Joe geht zum Fahrstuhl. Klick, Deck 3. Nein, fährt weiter. Klick, klick, klick. Deck 4, 5, 6. Wo will der hin? Hektisch fingert sie an der Maus, spürt ihr Herz schlagen. Wohin gehst du, Joe? Wohin treibt es dich fort von mir? Halt, zurück Deck 5, Promenadendeck und Zugang zum Casino. Da ist er. Casino, schwarz. Access denied. Die Kameras im Casino sind nur mit Zugangscode abrufbar. Oh nein, Nike. Nichts hat sie gehört, gar nichts. Aus Gründen der Privatsphäre. Schneidend. Lalita springt auf. Mit drei Schritten ist er bei ihr, beugt sich über den Tisch. Sein Rasierwasser. Ihr wird schlecht. Wem spionierst du nach? Ihre Gedanken rasen. Ausrede. Du musst was erfinden, schnell, bevor dein Vater davon erfährt. Lalita sieht Nike nicht an. Fühlt, wie er ihr die Maus aus der Hand nimmt, ganz sanft. Sieh hin, Schlampe. Mit drei Klicks ist er wieder auf dem Flur. Joe und Lalita. Mann, sehe ich scheiße aus. Bist du irre, Mädchen? Fast geflüstert. Seine Hand an ihrem Kinn immer noch ganz weich, ganz sanft. Sieh hin. Sieh genau hin. Der schläft irgendwo seinen Rausch aus zwischen zwei Beinen, die länger sind als deine. Lalita wirkt. Die Scham schießt ihr zusammen mit der Galle in den Mund. Runterschlucken. Nikes Funkgerät knistert. Security Chief auf die Brücke. Sie spürt seine Ungeduld. Er muss das hier zu Ende bringen. Wir haben einen Zwischenfall. Ich muss auf die Brücke und du bist in 5 Minuten oben bei deinen Kollegen auf Deck 12, Patrouille. Passagiere sammeln sich Steuerbord. Viele, sehr viele. Hörst du, Mädchen? Wenn auch nur einer einen Kratzer abkriegt, mache ich dich persönlich dafür verantwortlich. Die Tür knallt hinter ihm ins Schloss.